Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Emio, der lächelnde Mann. Und zwar die Demo. Und ihr seht, da steht ganz fett, Ermittlung beginnen. Es handelt sich nämlich um einen Detektiv-Thriller und sämtliche Namen, Charaktere, Geschäfte, Orte, Geschehnisse und Vorfälle in diesem Spiel sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen, Orten oder Geschehnissen ist rein zufällig. Ganz wichtige Info. Es wird, glaube ich, auch ein bisschen gruselig. Oh, japanisch geil. Es war ein sehr schöner Morgen. Einer, an dem man ganz tief durchatmen möchte, um den Moment zu genießen. Guten Morgen, Herr Utsugi. Ich betrat das Detektivbüro Utsugi, um meinen Arbeitstag zu beginnen. Wie süß wir aussehen. So jung. Ja, ohayo. Guten Morgen. Tolles Wetter heute, nicht wahr? Wie wäre es, wenn wir das Fenster öffnen und ein bisschen aufräumen? Da nichts einzuwenden hatte, öffnete ich das Fenster. Und da? Detektivbüro Utsugi? Utsugi am Apparat. Womit kann ich dienen? Aha. Ja? Ach so? Verstehe. Ich mache mich sofort auf den Weg. Was ist los? Wer war das? Hauptkommissar Kamada. Er bittet um Unterstützung bei einem Verbrechen. Los, wir begeben uns zum Tatort. Oje. Hauptkommissar Kamada? Alles klar, Chef. Ihr müsst mir unbedingt sagen, ob euch das so gefällt, dass wir das Japanische hören. Prolog, ein Gesicht. Ob es euch gefällt, dass ich über der japanischen Stimme rede oder ob es mehr Sinn macht, das erst laufen zu lassen und dann vorzulesen. Sehr coole Animation, muss ich sagen. Okay, wir sind am Tatort angekommen. Die Musik ist sehr fresh. Und so fuhren Utsugi und ich zu einem Entwässerungspumpwerk in der Nähe von Kofuku. Sie sind vom Detektivbüro Utsugi, richtig? Freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Das ist doch selbstverständlich. Okay, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, wir gehen erstmal direkt zum Befragen und Zuhören. Was ist denn passiert? Ein Leichnam wurde gefunden. Wir haben heute Morgen einen anonymen Hinweis erhalten. Okay, können wir noch was nachfragen? Ah. Das Opfer war jung, ein Schüler. Immer wieder schlimm, so etwas sehen zu müssen. Okay, sein Ausdruck verändert sich. Okay, wir können verschiedene Sachen fragen. Todesursache vielleicht erstmal. Das Opfer wurde erdrosselt. Es ist also erstickt. Schlimm. Wann war das? Wir gehen momentan von ungefähr 21 Uhr gestern Abend als Tatzeit aus. Okay, und wer war die Person genau? Der Junge trug eine Schuluniform von einer der örtlichen Schulen. Mehr wissen wir noch nicht über seine Identität. Okay, dann gibt es noch weitere Beobachtungen. Habe ich noch etwas beobachtet? Ach so, ja. Eines sollte man erwähnen. Okay, warum redet er nicht weiter? Was denn? Ach so, okay. Er sagt genau das Gleiche. Und was ist das? Denken wir mal nach. Hä? Wo ist denn überhaupt Utsugi? Ich könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen hier. Oh, okay, cool. Das ist sehr cool, dass jetzt neue Sachen kommen, die wir machen können. Wir rufen mal unseren Chef. Solange Utsugi mit dem Polizisten spricht, kann ich mich ja ein bisschen umhören. Wir haben doch schon angefangen, uns umzuhören.
Ich frage jetzt einfach nochmal über das Opfer. Mal gucken, ob der dasselbe sagt. Okay. Mehr haben wir derzeit nicht. Die Spurensicherung ist aber noch nicht abgeschlossen. Ja, wie wir im Hintergrund sehen. Okay. Gibt es noch was anderes? Oh! Das Opfer ist mit einem Seil oder etwas Ähnlichem erdrosselt worden. Tut mir leid, aber mehr habe ich derzeit nicht. Ah, doch, eine Sache habe ich noch beobachtet. Wieso sagt er die nicht direkt? Wir gehen jetzt nochmal auf Beobachtung. Ach ja, was haben Sie denn beobachtet? Nun ja, ich bekomme nicht täglich eine Leiche zu sehen. Es reicht nicht eine, die wie diese aussieht. Die wie aussieht? Also, ich kriege nur beim Gedanken daran Gänsehaut. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dann sag doch was! Das heißt? Ich kann das einfach nicht beschreiben. Sie sollten sich das Opfer lieber selbst ansehen. Oh, okay. So, für alle, die vielleicht sowas nicht sich angucken können, ich weiß nicht, wie es jetzt hier aussieht, ja, vielleicht skippt ihr ein paar Minuten. Okay, wir fragen mal wo. Polizist A, Zaun, Polizist B, Spurensicherer A. Fahrrad, illegal entsorgter Müll, okay. Zaun, 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 haben wir hier, können wir mit ihm sprechen? Was ist denn? Ist da was auf meiner Uniform? Nee. Okay, ich glaube, das brauche ich gar nicht. Wir müssen... Okay, wir gehen jetzt zum Opfer. Können Sie mich zum Opfer bringen? Ups. Ich hätte nichts sagen sollen. Sind Sie denn befugt, sich das Opfer anzusehen? Ich müsste das vielleicht zunächst klären. Okay. Andererseits will ich meinen Vorgesetzten nicht nerven. Sie machen das ja nicht zum ersten Mal, oder? Machen wir das? Ich weiß es nicht. Ich darf also hin? Danke, ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Ich find's geil, dass er der Frage einfach ausgewichen ist. Wir haben einfach nicht beantwortet, ob wir das überhaupt tun dürfen, ob wir jemals eine Leiche gesehen haben, also... nur, ja, Sie wissen schon, nichts berühren und so. Der Polizist ist ja super professionell. Moment, was wird denn das? Bitte? Das hier ist ein Tatort, Kollege. Ihre Aufgabe ist, Neugierige fernzuhalten. Also, es ist so, Kommissarin Kuse, der junge Mann hier ist durchaus erwünscht. Ich kann das erklären. Guten Tag erstmal, mein Name ist... Moment bitte. Suchen wir uns ein besseres Plätzchen, um uns zu unterhalten. Oh Mann, jetzt haben wir... Ich wollte eigentlich da gerne weitermachen. Also, wie war nochmal Ihr Name? Bitte gib deinen Vornamen ein. Ach, sehr cool, dass wir das auch... Dass wir so... Moment, ich mach das mal hier ganz richtig. Ich finde das sehr cool, dass das so startet. Also, dass wir das irgendwie so machen. Okay. Bitte gib deinen Nachnamen ein. Oh, ich habe keine Ahnung, was ist unser Nachname? Was machen wir für einen Nachnamen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ich mache jetzt mal, weil es ja eh nur die Demo ist und wir, wenn wir vielleicht die Vollversion zocken, nee, warte mal. Ich mach mal ganz basic, machen wir mal einfach Schmidt, ja. Ich bin zu unkreativ gerade. Eileen!
Dean Schmidt, genau. Ja, dieser Name ist korrekt. Vor allem, wir sind ein Typ. Oh Gott, das habe ich gerade vergessen. Egal, es ist nur die Demo. Er lautet Eileen Schmidt. Und ich bin im Auftrag des Detektivbüros Utsugi hier. Wir hätten uns auch einen coolen japanischen Namen eigentlich aussuchen können. Aber egal, nicht schlimm. Wer hat sie denn hierher beordert? Nun ja... Okay. Ja, also... Anscheinend haben sie ja Fragen an mich. Aber dann beantworten sie erstmal meine Frage. Wieso können wir da nicht, rufen wir unseren Vorgesetzten? Oder warte mal, wir denken mal kurz nach. Die Kommissarin ist ja ziemlich angespannt. Mir scheint, dass sie überhaupt nicht glücklich darüber ist, dass man uns Detektive hergeholt hat. Stimmt, wir sind ja Detektive. Wir sind fernab von der Polizei. Vielleicht macht es Sinn, dass wir... Ich will kein verlegenes Stammeln, sondern eine klare Antwort. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll. Ich muss ansehen. Okay, ich gehe jetzt mal auf Ansehen. Umgebung. Sie müssen meine Frage beantworten, wenn Sie sich hier umsehen möchten. Okay, aber wie beantworte ich denn die Frage? Ich kann ja nicht mit ihr reden. Okay, Ermittlung beenden? Ach so, nee, ich will noch nichts beenden. Also jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich mache nochmal rufen. Okay, sie sagt genau das Gleiche. Dann denken wir vielleicht nochmal nach. Sie wirkt wirklich sehr angespannt. Der Stress steht ihr ins Gesicht geschrieben. Okay. Kann ich hier irgendwie antworten? Also? Ja, was? Ist das ein Bug? Okay, hier steht das Gleiche. Ich mache nochmal genau... Ich mache was anderes. Okay. Warnschild, Zaun. Ich weiß nicht, ob das uns hier was bringt. Ich will kein Also ich weiß echt nicht, was ich gerade tun soll, Leute. Sie sagt immer dasselbe. Oder war das jetzt die Demo? Aber nee, das macht doch gar keinen Sinn. Weil wenn ich mit Ermittlungen beende, speichere ich hier. Das will ich hier eigentlich gar nicht. Okay, Momentchen mal. Das könnte wirklich ein Fehler sein. Okay, Diese Kommissarin Kuse greift ja knallhart durch. Zumindest nimmt sie die Sicherheit am Tatort äußerst ernst. Was auch erstmal nicht verkehrt ist. Okay, das war die Lösung. Ich musste es tatsächlich gerade nachgucken, weil mir nicht klar war, dass wir mit der Lupe auf Leute klicken können. Und das halt die Story auch weiterbringt, ne? Also, ja. Wieder was gelernt. Was hat sie nur? Ah, Kuse. Wie ich sehe, haben Sie diesen jungen Mann schon kennengelernt. Oh, Hauptkommissar Kamada. Schön, Sie zu sehen. Sie haben doch sicher nichts gegen die Hilfe kompetenter privater Ermittler, oder? Da sind endlich die Leute, die ich gesucht habe. Das hier sind Privatdetektiv Utsugi und sein Assistent Eileen Schmidt. Aber Hauptkommissar Kamada, Utsugi und ich kennen uns schon ewig, stimmt's? Nur schade, dass uns diese unschöne Sache wieder zusammenbringt. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Kommissarin Kuse. Entschuldigen Sie, dass wir Sie hier bei der Arbeit unterbrechen. Das macht gar nichts. Schön, Sie kennenzulernen. Es ist wirklich sehr seltsam, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Unwahrscheinlich. Ich habe bisher noch nicht mit Privatdetektiven zusammengearbeitet. Und es scheint so, als hätten sie auch gar keinen Bock auf uns.
Genau. Ich muss zurück zum Tatort. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, Hauptkommissar Kamada. Puh. Wir fragen mal Utsugi, was er so gemacht hat oder herausgefunden hat. Ich kann später mit Utsugi im Büro sprechen. Okay, dann sprechen wir mit dem anderen. Kommissarin Kuse ist wohl weggegangen. Okay, wir fragen mal. Überrascht Sie das Verhalten? Nehmen Sie das nicht persönlich, Herr Schmidt. Kuse leistet hervorragende Arbeit. Sie geht halt oft mit anderen hart ins Gericht, aber mit sich selbst auch. Ich hoffe, Sie nehmen es nicht persönlich. Nein, Herr Hauptkommissar, die Situation ist nicht einfach. Ich verstehe das. Oh, wer ist das jetzt? Neue Person? Kami, du bist so spät dran. Wie? Oh, nein, schon wieder. Okay, ich glaube, das bedeutet, wir sollen nicht weiter mit ihm reden. Wir wollten aber eigentlich zum Opfer, also gehen wir doch jetzt mal dahin. Tut mir leid. Vorerst können Sie sich das Opfer nicht ansehen. Oh Mann, oh! Okay, können wir da noch mal ein paar Fragen stellen? Was ist mit dem Opfer passiert? Oh, der arme Kerl war noch so jung. Traurig, das sehen zu müssen. Okay, hat er noch irgendwas anderes zu sagen? Was meinten Sie denn mit nicht schon wieder, Herr Hauptkommissar? Das, was ich gesagt habe. Tut mir leid, Junko. Erst hatte ich meine Tasche vergessen, dann bin ich im Stau stecken geblieben und dann... Bist du betrunken oder was? Sowas kannst du dir vielleicht bei anderen Kollegen rausnehmen, aber nicht bei mir. Hey, mach mal halblang. Da kann man ja nicht zuhören. Huiuiui. Holla, die Waldfee. Machte ihn zur Schnecke. Okay, ich glaube, wir machen Folgendes. Wir schauen uns jetzt die Umgebung an, weil das kann uns keiner verbieten. Mein lieber Scholli, Kuse macht ihren Kollegen ja ganz schön zum Minner. Okay, können wir irgendwas jetzt noch tun? Ob gemeint war, dass Kuse immer laut wird? Ja, das war gemeint. Das war gemeint. So. Entschuldigen Sie diese Vorstellung. Hatte nichts mit Ihnen zu tun. Diese Kollege von Kuse tut mir schon ein bisschen leid. Okay, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß... Oder kann ich das machen? Wenn ich jetzt hier draufklicke, kriege ich Gedanken dazu. Die Polizistin dort scheint nach Indizien im Müll zu suchen. Was denken sich die Leute nur dabei, hier alles voll zu müllen? Da kann ich nur zustimmen. Da steht, dass das illegale Entsorgen von Müll eine exorbitante Geldstrafe oder 5 Jahre Knast einbringen kann. Und trotzdem, ja, und trotzdem schmeißen die Leute ihren Müll hier hin. Was sich wohl hinter diesen Bäumen verbirgt? Naja, wahrscheinlich das Opfer. So, ich gehe jetzt mal auf ihn in der Hoffnung, dass wir das weiter heranbringen. Ich kann später mit Utsugi im Büro sprechen. Okay. Ist was? Mein Hosenlatz ist wohl offen, was? Dann mal danke. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ja, ich kann das verstehen. So, ich habe eigentlich nichts mehr, was ich hier... machen kann. Wieso sagt er denn kein Wort? Okay, wir denken nochmal nach. Hatte der Polizist nicht erwähnt, dass die Leiche des Opfers außergewöhnlich aussah? Ja, aber ich kann mir ja nichts angucken, weil er sagt mir jetzt, das darf ich nicht. Also. Der Boden. Das ist nichts Besonderes. Okay, warum kann ich den dann überhaupt anklicken? Okay, hier passiert nichts. Also ich bin hier ein bisschen... ich frage jetzt nochmal. Okay, da er redet immer noch über sie. Allerdings ist... Nochmal zum Opfer vielleicht irgendwas. Also soweit ich weiß, ist der Zustand des Opfers nichts für zart beseitete. Allerdings, genau deshalb habe ich auch Herrn Utsugi eingeschaltet. Hä?
Was soll das denn mit Utsuge zu tun haben? Sie wollen jetzt sicherlich gern einen Blick auf das Opfer werfen und ich würde Ihnen das gern ermöglichen, aber der Leichnam ist leider verlegt worden. Die Gerichtsmediziner sehen ihn sich gerade genauer an. Das war super strange. Eben gerade ging es noch und jetzt geht's nicht mehr. Und ich glaube, Kommissarin Kuse hätte etwas dagegen, wenn Sie die Forensik bei der Arbeit stören. So ist Kuse nun mal. Immer ganz gewissenhaft bei der Arbeit. Ja, schon. Aber ein bisschen was kann ich auf jeden Fall preisgeben. Okay, dann mach das doch bitte sofort. Oh. So haben wir die Leiche angetroffen. Mit einem Lächeln im Gesicht. Oh. Ich denke, wir sind hier dann erstmal fertig, oder? Denke schon. Doch, ja, Herr Utsugi. Tut mir leid, dass Sie extra den weiten Weg auf sich genommen haben, um einen Zaun und einen Boden sich anzuschauen. Nicht der Rede wert. Wir hören voneinander. Im Endeffekt haben wir jetzt eigentlich, natürlich, wir haben was zur Leiche erfahren. Wir haben was erfahren, wie die Person ermordet worden ist. Und dieses Bild haben wir jetzt. Mehr wissen wir nicht. Und erdrosselt wurde die Person. Ist schon super creepy. Ist das der Prolog? Ist schon super creepy, vor allem mit dieser Musik. Oh mein Gott. Das ist eine Frau. Ist das unser Mörder? Oh, du siehst traurig aus. Aber du musst nicht mehr weinen. Ich kann dir nämlich ein ewiges Lächeln schenken. Er sieht ja aus wie ein Roboter. Und spricht auch so. Okay. Es geht weiter. Oder doch nicht. Das war Emio, der lächelnde Mann. Ja, was soll ich sagen? Ich muss sagen, gruselig. Gruselig. Das Gameplay hat mich gerade ein bisschen verwirrt, weil es irgendwie nicht so ganz klar war, wie es vorangeht. Ich meine, dieses Spiel gab es, glaube ich, schon mal. Das ist Teil von einer Reihe, kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh mein Gott, es geht weiter. Kapitel 1, die urbane Legende. Oh, ich dachte gerade, das war's. Okay, wir gucken. Oh mein Gott, es geht weiter, Leute. Sorry. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Detektivbüro Utsugi, es geht weiter.